Der Herr Doktor Versalzer tanzt nächtlich den Walzer mit Esther, einer kleinen Schwester im Spital. Durch die Abteilung Bronchien und Lungen, eng umschlungen, durch die Geistesgestörten zum kriegsversehrten Saal. Der Herr Doktor Versalzer tanzt Walzer gern ohne Orchester, aber auch die Schwester liebt das sehr. Und so tanzen sie zärtlich und innig durch die Klinik, über Watte und Pillen, Bazillen ringsumher. In 203 stirbt Herr Meier, in 204 stirbt Frau Kraus. Herr Meier hat eitrige Eier, Frau Kraus hat 4 Kinder zu Haus. Frau Schulz nebenan hat ein Brustkarzinom und jetzt spuckt sie noch Blut jede Nacht. Und die kleine Marie hat die Epilepsie, dabei ist sie erst 7 oder 8. Und alle hört man sie stöhnen, denn sie können sich dran nicht gewöhnen. Nur der Doktor Versalzer tanzt Walzer und trällert und lacht. Aber Esther, die Schwester, hält fester den Doktor und enger, und sie blickt ihm strenger ins Gesicht. Und sie lauscht mit bekümmerndem Wimmern in den Zimmern. Ihre Augen beginnen zu schimmern und sie spricht. Wie lang wollt ihr Ärzte, ihr Lieben, den Tod nur verschieben? Wann setzt ihr euch endlich in Trab und schafft ihn ab? Der Tod ist so grausam und gründlich, doch sicher überwindlich. Aber ihr handelt verlogen mit Drogen. Der Tod selbst hat euch dazu erzogen. Wobei ich aber auch zugeben muss, wenn der Tod eines Tages nicht wär, dann wär's auch mit eurer Machtstellung Schluss, denn dann bräuchte man euch ja nicht mehr. Jawohl, der Tod hat für euch was Kommodes, nicht wahr? Er bringt euch immer was ein. Und darum seid ihr Ärzte auf der Seite des Todes. Sonst könnt dieser schrecklich willkürliche, wieder natürliche Tod längst nicht mehr sein. Da lächelt der Doktor, doch stockt er nicht eine Sekunde. Er tanzt seine Runde nach wie vor. Er zertritt in den Fußboden Ritzen ein paar Spritzen und dann presst er die Schwester und flüstert ihr ins Ohr. Schau, dort kommt schon das Zimmer, wo wir beide immer kampieren, zwischen dem Klistieren und dem Jod. Du siehst vorher so blass und hysterisch aus, doch nachher frisch und rot. Ja, wir Ärzte sind auch für das Leben da und nicht ausschließlich für dich.